Am 9. Januar lud die Stadt Wurzen Vorsitzende und Verantwortliche der zahlreichen Kleingartenvereine der Stadt zu einer Informationsveranstaltung im Schweizer Garten ein. Es ging an diesem Abend um die fristlose Kündigung des Pachtvertrages mit dem Regionalverband Muldental der Kleingärtner e.V. Grundsätzlich ist hier die Situation, es hat sich ja schon die letzten Jahre so zugespitzt, dass es Streitereien, sagen wir mal so, oder Unmut im Rahmen der Kleingärten gibt. Und was dazu gemündet ist, dass wir im letzten Jahr den Generalpachtvertrag mit dem Regionalverband als den Hauptpächter sozusagen gekündigt haben. Und es hat sich natürlich dadurch eine gewisse Unsicherheit eingestellt. Ne? Wie ist die aktuelle Vertragssituation? Was müssen die Kleingärten jetzt berücksichtigen? Wie geht es dem einzelnen Kleingärtner? Und dafür ist heute die Informationsveranstaltung da, um dann einfach Klarheit und Sicherheit einzubringen. Die Streitigkeiten zwischen Stadt und Regionalverband ziehen sich schon seit 2017 hin. Mit seiner Sitzung vom 4. Juli 2023 stimmte der Stadtrat für die fristlose Kündigung des Vertrages wegen des aus der Sicht der Verwaltung nachhaltig gestörten Vertrauensverhältnisses. Also es war letztendlich, wir hatten im ersten Halbjahr 2023 nochmal versucht, die Zusammenarbeit zu intensivieren, zu verbessern, mit einem klaren Zielbild der Zusammenarbeit. Und das hat sich tatsächlich in dem Fall sozusagen nicht, war das Ergebnis nicht so, wie wir uns das gewünscht haben insgesamt. Und deswegen haben wir dann die Reißleine gezogen und sagen, okay, so geht's einfach nicht und wir brauchen wirklich Klarheit für die Kleingärtner. Da der Regionalverband die fristlose Kündigung nicht akzeptierte, musste Wurzen letztlich eine Feststellungsklage beim Landgericht Leipzig einreichen. Generell läuft jetzt aktuell die Feststellungsklage zur Wirksamkeit der Kündigung. Ne? Das heißt, es wurde vom Regionalverband nicht bestätigt, die Kündigung, sondern man ist in Widerspruch gegangen. Und deswegen haben wir gesagt, wenn dort keine Klarheit herrscht, kommen wir hier nicht weiter. Und deswegen werden wir darauf drängen, dass das Gericht entsprechend entscheidet. Im Schweizer Garten erläuterten die Vertreter der Verwaltung die aktuelle Lage und, sofern die Klage gegen den Regionalverband erfolgreich ist, die künftige Gestaltung der Pachtverträge zwischen den Kleingartenvereinen und der Stadt Wurzen als Grundstückseigentümer. Komplizierter wird es, wenn die Flächen nur zum Teil der Stadt und zum Teil privaten Eigentümern gehören. Dann haben die Vereine voraussichtlich künftig zwei Verpächter, Stadt und weiterhin Regionalverband. Verbindlich können wir sagen, dass wir als Stadt auf jeden Fall immer bemüht sind oder immer das oberste Gebot haben, dass die Kleingärtner nicht im Regen stehen gelassen werden, sondern dass es wirklich hier um den Frieden im Kleingartenwesen geht. Das ist das oberste Ziel. Nachdem Vertreter der Stadt die aktuelle Lage erläutert hatten, gab es dann noch Gelegenheit für Nachfragen durch die Besucher. Egal, wie es nun letztendlich weitergeht, eines unterstreicht Wurzens Oberbürgermeister ganz deutlich. Keiner braucht sich Sorgen, um seinen gepachteten Kleingarten zu machen. Auf keinen Fall. Also deswegen, egal welche Fragen, egal welche Unsicherheiten auftreten, also wir als Stadtverwaltung sind dort immer Ansprechpartner. Wir haben die Mitarbeiter, die da wirklich Firmen sind, die sich drum kümmern. Also wir werden uns immer darum sorgen, sozusagen, wenn es irgendwelche Probleme gibt, die zu lösen. Nächster Schritt im jahrelangen Gefecht zwischen Stadt und Regionalverband ist nun der Gerichtstermin in Leipzig. Ein genaues Datum dafür steht aktuell noch nicht fest.